So. So. Einmal die Treppe hoch, bitte. Am Samstag, den 4.3., waren wir zu Gast bei der Geburtstagsfeier von Josef Niedermeyer. Der Bepp hat sich von uns gewünscht, dass wir sein 90er-Fest auf Kirchen-TV festhalten. Wer einen Bepp kennt, der weiß, dass er beim Reden gern ein bisschen weiter ausholt. Aber die Kurzfassung von seinem 90er-Leben darf in unserem Beitrag natürlich nicht fehlen. Für mich ist der Bepp ein bewundernswertes Vorbild. Herz nein, das lohnt sich. Bevor ich jeden Einzelnen und so mein Leben erzähle, ich bin geboren an einem Samstag, am 4. März 1933. Dann von 1939 bis 1947 Volksschule. Da habe ich Schreiner gelernt. 1947, der Meister kam Arbeitsjahr vorher von der Fahrerschaft. Keine Maschine, nur Handwerkszeug. Ich habe noch die Bredel gesammelt, mit der 6 so. Jetzt haben wir gleich gehobelt, alles mit der Hand gemacht. Ein ganzes Jahr. Im ersten, zweiten Halbjahr haben wir Kreissäge gekriegt. Mit der haben wir alles gemacht. Und fräst und alles, was auch nicht der Nachbarn mit der Kreissäge gemacht. Die Zeit ging vorüber. Die haben Exemplifungen im Mühldorf gemacht. Sehr gut. Ja, wie kam ich dann von Elsenbach bei einer Werkzeugfeier nach der Kirche? Es war so, dass unsere Gaststätte mit einer kleinen Landwirtschaft von 13, 14 Tagwerk, da sind die Alten alle gestorben und die haben alle ein TBC gehabt. Lungensucht haben wir gehabt. Das Haus war ein Jahr leer gestanden, das wird mehrmals desinfiziert worden. Und dann hat es eine Familie Forstendörfer aus der Aufkern. Die haben damals die gekauft, die waren Flüchtlinge, die haben ein bisschen Geld gehabt und haben das gekauft. Na gut. Und da sind die von der Kirche gekommen, die jungen Burschen mit der Horex, BMW, Gucci, ja, wo kommt es nicht? Ja, wir verdienen Geld beim Mühlkal in der Kirche. Ja, da muss ich nicht. Nur war der Unterschied, die haben das in der Meisterei immer Gold verdient. Und ich als Schneider habe dann aber nur mindestens ein bisschen weniger gehabt. Beim Mühlkal haben Polsterer gehalten. Die Gestellbauer. Die hat man nicht braucht. Das ist auch unwichtig, so ungefähr. Da sieht man ja nichts. Aber dass das wichtig ist, dass die anderen Polstern können, das haben die ewig nicht gesehen. Und da bin ich halt mit dem Karl damals, ein paar Mal zusammengerückt. Nach der Möbelmesse war das, im Februar, hat es geheißen, ja, von der Serie macht man 5000 Stück und da 10.000 Stück und da so und so viel. Und ich habe aber die Belegungsland für Maschinen machen müssen, dass die Arbeit haben. Die waren ausgelastet durch die normale Produktion. Und der Karl hat gesagt, das geht zwischendurch. Wie das geht, das war dem Karl wurscht. Ich habe da gesagt, nein, das geht nicht, weil das mit so und so viele Arbeitsminuten und so weiter, das belegt ist. Und habe ich da mit Zahlen abgemacht. Uninteressant, da mit dem Karl, in der Nacht um 1:30 angeschickt. Da hat er gesagt, dann soll ich einen Besuch, weil ich den Brauch hatte, einmal wieder dazwischen rief und sagen, dass das ja nicht geht. Na Gott, ein Jahr später habe ich gesagt, ich brauche mehr Platz im Teillager. Also käme, kommt er rein, sieht das, dass ich da 10 Ordner habe. Muss ich da wollen? Da habe ich gesagt, wir machen wir da, dass wir wissen, was wir machen. Das ist sicher, wenn der Haufen gerne wird. Da war ja keine Kartei. Und habe ich das runtergeschmissen, habe ich gesagt, halt. Wird es klar, es geht nicht mehr. Das ist 1964, wo ich dann selber kündige. Zwischenzeitlich muss ich aber sagen, 1943 bin ich mit 20 Jahren, da lasse ich am Bier kommen. Nach 14 Tagen, was kostet das Turnhalle, ist ganz spottert sein, hat er gerade, wo sie hin. Ich gehe dann rein, froh, und schaue, aha, da sitzt die Jugend, da sitze ich mich hin. Und da ist meine Frau. Der Mühlkarl hat einen Weihnachtschor gegründet. Und da habe ich gewusst, dass sie als Kirchenchorsängerin auch da teilnimmt. Und da habe ich mich halt an die Irmi Eigner herangewandt. Ich habe sie beim zweiten Mal daheim begleitet. Da hat sie mir erklärt, eins musst du wissen, das sage ich dir jetzt gleich. Der Singen auf der Kurse. Oder mach mal. Aber ich schon gehabt, aber ich hab meine Frau kennengelernt. Da habe ich nur auf Singen verzichten gehen. Wir haben dann 54 geheiratet
55 kam Tochter, Grundarbeit, 1960. Sohn Christian, 63, Sohn Hans-Peter. Und 1964, 63, wir haben es dann nirgends genommen, im Möbelverkauf heute, weil die haben wir Geld verdient, sagen wir Geld. Weil ich keine verkaufsmäßige Ausbildung gehabt habe. Also kam die Allianz auf mich zu. Da hat einer gesagt, wenn du das führen, wenn du das ein paar Jahre machst, dann hast du alles Mögliche verkauft. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, okay. Da habe ich halt nach einem halben Jahr zugestimmt. Ich habe die Agentur 31 Jahre gehabt und habe es gut aufgetan, habe gute Geschäfte gemacht. Ich habe die 31 Jahre nur einen einzigen Streitfall gehabt. Und sonst ist immer alles gut aufgetan. So. Und dann habe ich der Steinmeister damals, der Steinmeister Franz, ich hab gesagt, jetzt bist du selbstständig, jetzt musst du gleich zum Schützenverein gehen. Also bin ich zum Schützenverein, bis 1970. Waren wir in ganz Oberbayern, Bayern unterwegs, zu den Breitschießen. Damals gab es viele Breitschießen, von Eckenfeld bis Nürnberg, Ringsburg. Bin ich im Gaudorfer bekannt worden, weil ich durch die, dass ich rumgekommen bin, gemerkt habe, was man organisatorisch alles besser machen kann. Habe ich es mir aufgemacht. Und wenn der es mir aufmacht und sagt, das geht anders, das geht besser, dann muss er es machen. Also bin ich dann, wenn es so einersetzt, Gausportmeister geworden. Zwei Jahre später, drei Jahre später, der damalige Gauschützenmeister, der Halbelinz, der ist krank geworden, dann habe ich die Arbeit gemacht. Und dann stand an, der ist dann gestorben, der Halbelinz, stand an, das braucht man, ein neuer Gauschützenmeister. Und dann ging es hin und her, da habe ich mir gedacht, nein, bevor da einer reinkommt, der von Duden und Blasen noch Ahnung hat, das war der vielleicht den Gauschützenmeister mal selber. 77 kam ein Gauschützenmeister zu mir, die haben gesagt, Sepp, du musst unseren Bezirksschützenmeister machen. Ja, da habe ich zur Hochzeit, bin 78 in Schlesien da gewählt worden, habe wenig Ahnung gehabt eigentlich, was im Bezirk los ist, ich wusste Geld haben kannst. Und ich habe das breit gemacht in den Gaul, mit 5 Euro bist du dabei, mit 5 Mark damals. Und auf dem Schlaf haben wir 10, 15.000 Mark gehabt. Da ist das abgeschlossen. Diese geschnitzte Tafel, das ist mein schon ein großer Stolz. Das haben wir den Gauschützenmeister zum 60. Geburtstag schnitzen lassen. Das ist ein sehr, sehr wertvolles Stück. Und wenn ich einmal stirb und meine Kinder vielleicht sagen, na, was machen wir denn mit ihm? Dann wünsche ich mir, dass das beim Bayerischen Sportschützenbund einen Platz findet. Weil sowas gibt es nicht ein zweites Mal. Das ist einmalig. Und zwischenzeitlich hat mir das nach 4, 5 Jahren das Wappen nicht mehr gefallen. Das alte Wappen, warum war das komische Mannschaft da, das ausschaut. Und dann habe ich dieses Wappen durchgesetzt. Das 6 Wappen. Mit der goldenen Gams auf der runden Scheibe. Weil ich gesagt habe, es gibt so viele verschiedene Waffenarten und Disziplinen. Ich habe das dick, wenn du Gewehr oder Pistole und Bogen und dies und jenes und so weiter alles drauf ist, das mag ich nicht. Das soll neutral sein. Das soll sehen, hier ist der Kreis, hier ist die goldene Mitte. Und die Gams ist entstandenwertig. Ein Abzeichen, die goldene Gams, ist nach wie vor in Deutschland auch ein begehrtes Abzeichen. Da hinten muss ein Buch legen. Alfons, nimm das und bring das meinem Nachfolger an Alfred. Das ist die Urkunde, das Wappen ist eingetragen in der deutschen Waffensprache. Hebt es gut auf, weil das ist eigentlich Bezirkseigentum. So, zwischenzeitlich, und deswegen habe ich ihn auch hier mit eingeladen. Der Hofstädter Franz ist frisch gewählt worden als Bürgermeister. Der hat gesagt, wir haben ein Schloss in der Aufkirche. Was machen wir denn mit dem? Da muss man es geschenkt. Kommt der Kurt Hirreferent, der Kerlacher, ruft mich an. Du hast da ein neues, du hast schon gut geschlagen über das, was wir im Schloss machen könnten. Was darfst du sagen, was brauchen wir denn da? Sag ich, ja, dann müssen wir einen Förderverein gründen oder Interessengemeinschaft. Ja, wer meint, dass das kann? Habe ich eine Satzung geschrieben,
bin zum Notarist, den ich privat auch kenne, einen Buben kennt. Sag ich, du musst mir das umschreiben, so dass da passend ist. Ja, dann haben wir Versammlung gemacht, gell Franz? Aber habe ich auf dem Schlag über 90 Mitglieder gehabt. Vom Förderverein. Und jetzt kommt ein Mädchen ins Spiel, die da hinten sitzt. Das ist schön lang gelockten Haar. Die Andrea Trauber. Der erste Serenadenabend, der war nicht von mir, das war der Herrlicher Peter, das war. Mir wurde gesagt von einem jungen Schützenbruder, dass das Jugendzentrum neu hergerichtet worden ist. Ob ich so schauen will, also gehe ich hin. Nimm den mit, da sitzt ein Mädchen, so mit 15 Uhr, da, 16, an der Theke. Und naja, und rede mit ihr. Hat nett ausgeschaut, hat kommt mit ihr ins Gespräch. Dann hat mir erzählt, dass sie Klavier lernt, Geige lernt. Also nicht ich, hab da, die könnte die Frau für seinen Nachnamen nehmen. Da habe ich schon, zumindest jemand, der da gefällt. Wir zwei haben dann näher und zusammengearbeitet und haben dann, muss ich sagen, erfolgreiche Jahre gehabt. Mit den Serenadenabenden, der Andrea war. Ich habe meine Wünsche geäußert, sie hat gesagt, das geht oder geht nicht. Und nebenbei andere Leute, Musik, Sängerinnen dazugeholt und wir haben dann Serenadenabende gemacht. Dann habe ich noch einen Kalender organisiert. Im 403-Format, den habe ich verkauft. Jahrelang haben die ja gesagt, wann kommt der nächste Kalender? Weil die so scharf waren auf den Kalender. Und so habe ich meine 1800 losgebracht, der habe Geld verdient. Bin ich aufgenommen. Förderverein, nach 9 Jahren, habe ich 30.000 Euro an der Kasse hinterlassen. Den Null anfangen, Veranstaltungen gemacht, erfolgreiche. Und dank der Andrea. Dank der Andrea, die muss ich immer wieder laut betonen, die war eine große Stütze bei mir. Wir sind 49 Jahre auseinander, 49 Jahre. Sie die Jugend, modern, andere Gedanken, ich durch der ältere Herr, aber wir haben uns immer zusammengefunden, dass es eine Lösung geben hat. Gell? Und jetzt muss ich sagen, abschließend, ich weiß nicht, hat wer auf die Tür geschaut, das habe ich schon richtig. Das muss ich auch noch erzählen, weil ich habe eine sehr, sehr, sehr liebe Frau gehabt. Wir waren 66 Jahre alt. Ich habe Parkinson gehabt, aber nicht das Zittrige, sondern ich habe da wieder. Ich habe zu Hause ein paar Jahre schon gepflegt, oder sie konnte nichts mehr machen und war dann jetzt 22 Monate im Heim dafür. Aber das Schlimmste war dann das, wenn du so lange verheiratet bist, du musst plötzlich dann raus, war Mitte November, Epidemie, die Lünemeyer verlassen sie sofort das Zimmer. Sie sind der Letzte, der noch herum ist im Haus. Und dann muss man durchs Fenster, weil das Papier war, zuschauen, wie der Frau weniger wird, die hat dann auch Corona gesagt, dass weniger wird. Am Telefon sagt, wann kommst du denn? Wann kommst du denn? Und der winkt. Und du kannst nicht nein. Du musst deine Frau dann alleine sterben lassen. Das war schon ein harter Schlag. Ein sehr harter Schlag. Und das hat mich auch in verschiedenen anderen Bereichen auch verändert. Aber trotzdem muss ich zurückblicken auf diese Jahre, die ich jetzt leben durfte bislang. Es hat in der Geschichte noch nie so eine lange Zeit gegeben, ohne dass die Bürger in den Krieg mussten. So lange Frieden, ich sage bis jetzt, die Zukunft schaut nicht ganz so rosig aus. Aber und das war doch was Schönes, wenn man das rückblickend sagt, dass man hineingeboren werden konnte. In dem Sinn habe ich lange mal geredet, habe sie alles aufgenommen, habe sie mitgeschnitten. Auch mit dem 100. dann jetzt nicht mehr so haben. Jetzt so, geht die Jungfrau gerade zum Schießen will, wer nicht schießen will oder kann, der wird da vorne hingebeten, der wird gewürfelt.
Dabei feiern wir heuer nicht allein einen veritablen Jubilar. Wir feiern heute ebenso, wir haben es ja schon kurz gehört, ein Urgestein unseres bayerischen Schützenwesens. Als aktiver Sportschütze mit Organisationstalent legst du dein Hauptaugenmerk seit jeher auf den Sport. Und so, wie wir Schützen beim Sportschießen einen festen Stand brauchen, um unser Ziel zu treffen, so hast du in der Schützentradition und dem Schützenbrauchtum den festen Stand für den Erfolg deiner reichhaltigen Verbandsaktivitäten gefunden. An dir, lieber Josef, zeigt sich, dass unser Sport ein wahrer Jungbrunnen ist. Deine Leidenschaft für Sportschießen hat dir die Jugend erhalten, denn man ist halt nur so alt, wie man sich fühlt. Ich wünsche dir, dass dies noch recht lange so bleibt. Mit diesem Wunsch an den hohen Festtag soll unser Geschenk, was ich da vorhin schon überreicht habe, erinnern. Und ich darf nochmals im Namen des gesamten Landesschützenmeisteramtes, unserer Geschäftsstelle natürlich, und ich persönlich nochmal herzlich gratulieren und wünsche dir alles Gute und viel Gesundheit. Danke. Ich darf dir vom Schützengau Dorfen auch ganz herzlich zu deinem 90. Geburtstag gratulieren. Wir haben auch einen kleinen Geschenkkorb mit lauter regionalen Produkten, weil du weißt ja, seit dem Gauschießen, wir kaufen nur noch bei uns ein, die auch spenden für uns. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen was ausgesucht. Und ich möchte mich dir bedanken, weil ich bin jetzt selber schon seit 30 Jahren Schützenwesen tätig, die meiste Zeit zwar als Schriftführer, als Gauschützenmeister noch nicht so lang, aber der Beste ist immer mit Rand und Haar zur Seite gestanden. Und darum freue ich mich das auch ganz närrisch, dass du heute bei uns deinen Geburtstag feiern machst. Und ich hoffe, du bist zufrieden und es passt alles zu hören. Hat viel Arbeit gemacht, der Pepp? Ja, schon. Aber für den Pepp macht man es gern, oder? Für den Pepp machen wir das gern, ja. Er hat schon ein bisschen getritzt jetzt die letzten Tage. Ich kenne das, ich weiß, wie das ist, genau. Wie lange kennt ihr euch schon? 35 Jahre ungefähr, seit ich im GAU angefangen habe, ja. Was macht denn ein Pepp als Menschen besonders? Besonders, weil er einfach immer hilfsbereit ist, weil für alles. So, seit ich angefangen habe, war ich 21. Und man konnte einfach immer alles fragen und hat immer Antwort und kann einfach immer weiterhelfen. Und hat immer Lösungen. Einfach super an ihm. Gibt es da irgendwelche Eigenheiten am Web? Ja, ich kann schon ein bisschen penetrant genau sein. Vor allem, wenn es aus einer Auflage schießt. Also, wenn man ihm seine Ringe in die Zettelwertung wertet, das ist dann ganz dramatisch. Okay, vielen Dank. Wo ist denn das Essen heute hergekommen für diese Feier? Aus Zeilhofen von Killinger. Schmankerlschmiede Geli. Geli Schmankerlschmiede, so ist. Hat er viel Arbeit gemacht, der Pepp? Ja, es ist schon gegangen. Das sind wir gewohnt, sagt man so. Normal. Jetzt habe ich ja vorher schon ein bisschen nachgefragt, jetzt bin ich aber nur mal neugierig. Ihr macht das so nebenbei als Hobby? Ja, genau, wir machen das nebenbei, wir gehen alle zwei in die Arbeit und an manchen Wochenenden machen wir halt so Veranstaltungen. Wie kommt man denn auf die Idee, sowas so nebenbei zu machen? Ich bin aus einer Wirtschaft raus und eine Wirtschaft da ich mir nie mehr an, aber ich sage jetzt mal so, in dem Stil kann man das machen, weil da fährt man halt wieder heim und dann ist das erledigt und dann passt es. Wie viel Zeit nimmt denn dann jetzt so eine Veranstaltung in Anspruch? Ja, so eine Veranstaltung nimmt natürlich schon viel in Anspruch, weil man erstens mal das ganze Besteck und Teller und das auch alles einigt und das Kochen, also es ist schon ein ganzer Tag eigentlich das, was um mich geht. Passiert dann auch immer was Unvorhergesehenes, wo man dann noch ganz spontan für irgendwas da sein muss, reagieren muss? Eigentlich sehr selten, weil wir es eigentlich gut organisieren. Das genau. Heißt, ihr habt vorher schon gewusst, wie viele Leute das kennen, ja. Und ja, Essensauswahl war vorher schon genau, wer was mag und genau. So weiter. Das war halt diesmal jetzt auch so, weil der Pepp gesagt hat, er fragt alle Leute, was er will. Und dann können wir das so servieren und ansonsten machen wir es halt in Buffetform. Und ja, da kann dann nicht jeder kommen und holen, was er will. Wo kann man euch denn wie erreichen? Also, wie kann man euch finden? Entweder im Telefonbuch unter Killinger oder wenn man ins Internet neigt,
habe mich zwar selber nicht rein, aber man kann unter Killinger Angelika googeln und dann kommt man zu meiner Adresse. Ja. Vielen Dank. Lieber Beb, meine sehr verehrten Gäste, ich darf mich ganz kurz auch noch anschließen an die Geburtstagsglückwünsche für unseren Jubilar, für den Beb Niedermeier. Lieber Beb, ich wünsche dir natürlich im Namen der Gemeinde Taufkirchen, aber vor allem auch ganz persönlich, auch vom Namen auch meiner Familie natürlich, alles, alles, alles Gute zu deinem Geburtstag, die allerbesten Glückwünsche, Gesundheit vor allem. Und ich will dir Danke sagen für das, was du natürlich alles für das Gemeinwohl getan hast. Ich stehe ja heute als Vertreter der Gemeinde Taufkirchen da. Und dein Engagement, was du in deinem ganzen Wirken bis heute und natürlich auch ab morgen wieder. Wir brauchen so eine Vorbilder in unserer Gesellschaft. Und du bist ein Vorbild, lieber Pep, für mir auf alle Fälle, aber ich glaube auch für ganz viele andere Leute in allen Bereichen, wo du gewirkt hast, natürlich bei den Schützen, aber bei uns auch in der Gemeinde für die Bürgerinnen und Bürger. So eine Leute braucht man, weil dann geht was, dann wird zusammengehalten und dann können auch ganz große Sachen entstehen. Das hast du in deinem Lebenslauf, in deiner Vita sehr ausführlich natürlich erzählt. Das ist sehr beeindruckend. Und für die Gemeinde war das natürlich schon bedeutend, wenn ich ganz kurz auf das noch eingehen darf, die Geschichte mit dem Wasserschloss. Ich glaube, das kann man vielleicht jetzt noch gar nicht so wahrnehmen oder begreifen, was das eigentlich bedeutet. Dieser lange Weg der Gründung des Fördervereins, wo du der Vorsitzende warst, jetzt der Ehrenvorsitzende, bis hin zur Mitentscheidung des Kaufes des Wasserschlosses im Jahr 2016, was das für die nächsten Jahrzehnte oder natürlich vielleicht am liebsten Jahrhunderte für eine Bedeutung hat für die Gemeinde, für die Menschen vor Ort. Und dafür stellvertretend einfach auch nochmal ein riesengroßes Vergelt's Gott. Ich wünsche dir alles, alles Gute, viele gesunde weitere Jahre natürlich in der Mitte der Gesellschaft. Bleib so, wie du bist. So aufgeschlossen, so ja, offen für Neues. Einer, der nie auslernt, der nie sagt, jetzt interessiert mich nichts mehr. Du bist einer, der steht in der Früh auf und sagt, ja, was kann ich heute Neues lernen? Ja, so wird dann die Menschen leid, die sich nie für anders interessiert haben, heute daheim sitzen, was haben sie? Am Fernseher. Und da werden sie verdummt. Dazu haben wir gar keine Zeit. Ich habe vorhin schon einen Malkurs gemacht, einen Zeichenkurs, damit ich Gesichter zeichnen kann. Ihn kann man schlecht zeichnen. Wenn der Bart grau wäre, dann geht. Ja, da wäre es schon. Gib mir noch ein paar Jahre. Vorhaben tun wir viel. Aber wer sich kein Ziel setzt, braucht sich nicht wundern, wenn er woanders ankommt. Das ist, man muss sich das auch immer überlegen. Man muss jetzt Ziele setzen. Was macht denn ein Beb als Menschen so besonders? Seine Art halt einfach, seine Herzlichkeit, seine Offenheit. Mir fällt jetzt im Moment nicht mehr rein, aber das ist ja schon mal sehr da, wie man so schön sagt auf Bayerisch. Er ist normal. Er hat es zu was gebracht, das ist ein Fundsmensch. Was macht ein Beb so besonders als Menschen? Ein Beb macht das besonders, dass der, das hat aber der Bürgermeister schon gesagt, dass der mit 90 immer noch ist wie ein kleines Kind. Den interessiert einfach alles. Und der interessiert sich auch für Sachen, was sich in seinem Alter, glaube ich, kein anderer mehr interessiert. Und der Sepp, der wird halt nicht alt, weil er keine Zeit hat dafür. Das ist schön gesagt, ja. Okay. Dankeschön. Ich kriege Fragen.
Genau, und wir hoffentlich antworten. Ja, ich denke schon. Was macht ein Bep denn so besonders als Menschen? Also wenn ich das jetzt so aus meiner Erfahrung mit ihm jetzt die letzten 20 Jahre sehe, er ist mit Leib und Seele ein Schütze, er ist immer dabei, er ist immer interessiert. Egal, was wir machen, was wir tun, ist er dabei. Und das andere ist, wenn er Neues erkennt, sage ich bloß einmal das Handy. Er ist einer der Ersten gewesen, der mir WhatsApp-Nachrichten geschickt hat. Also er ist auch in seinem jetzt etwas höheren Alter, wenn ich es mal so einfach bezeichne. Der Bepp hat mir schon früh am Computer gelernt. Ja. Also er konnte das alles, oder wenn wir irgendwo hinfahren, dann zeigt er hin, er sagt, wir passieren das, wir machen das, wir müssen das tun und. Das ist das eine. Und er ist an dem Tagesgeschäft absolut interessiert. Das macht mir große Freude und der persönliche Kontakt ist mir noch sehr viel wichtiger. Wie ich damals gewählt worden bin, hat er gesagt, ich bin jetzt sein Urenkel. Ja, es geht schon ein bisschen ans Persönliche ran, ist aber wirklich schön und hat mich gefreut. Und auch, dass man sie immer wieder, egal wo man ist, ihren trifft und man kann sie immer mit ihm über alles unterhalten. Das macht ihn so liebenswert und lebenswert für uns. Vielen Dank. Was macht denn ein Bep als Menschen so besonders? Ich mag einen Bep gern, weil er einfach immer lustig ist. Der strahlt der Fröhlichkeit aus und also ich bewundere den mit seinem Alter, wird sich der noch für alles interessiert. Also ich mag einen Bep total gern und ich kenne ihn auch schon 30 Jahre vom Schießen und freue mich immer, wenn ich ihn sehe, einen Bep. Genau. Vielen Dank. Ich gehe in den Bep auch schon ewig, weil wir waren ja unmittelbar Nachbarn, weil er im Jüngern auf Gier noch beieinander ist. Und wie ich in dem Vereinsvorstand war, da hat er mich immer unterstützt beim Bau und Beantragung von Zuschüssen und Geldern. Und ich schätze da immer seinen Rat, den ich immer gehabt habe, wenn man das war. Dann ist man zu Bep gegangen und der hat immer irgendwo einen Rat parat gehabt, sei es wie auch immer, was gerade war und so. Und was ich jetzt an ihm schätze, weil er so aktiv ist noch im Sport, da mit seinen Eltern noch das so macht und durchzieht und auch die Leistung bringt, die er jede Woche in der Zeitung, kann man so lesen. Wenn man letzte Woche wieder 103,8 trinkt, das ist schon eine starke Leistung mit 90 Jahren. Ja, vielen Dank. Jetzt, wenn Sie Herrn Bep schon so lange kennt, gibt es denn vielleicht auch ein paar Eigenheiten von ihm, ja, die man so verraten kann? Genau, wenn der Bep zum Reno fangen hat, kann man schon mal auf durchschauen, weil meistens dauert es ein bisschen länger. Und der braucht da kein Manuskript nicht, der redet einfach von der Seele und ihm fällt immer wieder was ein. Und da könnte schon mal länger dauern, aber das passt schon. Also ich finde ja, für seine Verhältnisse hat er sich halt ganz gut zusammengerissen. Also das hätte länger dauern können. Ja, also ich habe auch durchgeschaut, es war nicht einmal eine Stunde. Also das ist okay gewesen. Und es war wirklich kurzweilig. Das Ganze war aber auch interessant, es war nicht langweilig, weil wir ihm so einen Lebenslauf, wie es losgegangen ist, gerade macht er Ausschweifungen, weil da fällt ihm zwischen etwas ein und dann macht er halt das. Aber ansonsten, glaube ich, war er schon, ich habe auch Bep geschätzt, wie seine Frau mit der Ehe, wie umgegangen ist und die alles gemeinsam gemacht haben. Wir haben immer vorgefahren, im Urlaub, da war er auch schon über 80 und dann haben wir noch Rotzi aufgefahren und das war ein Familienmensch. Ja. So sehe ich das von außen, würde man sich vielleicht wünschen. Dann. Vielen Dank. Abschließend ein paar Worte. Es war für mich ein schöner Tag. Ich könnte sagen, der schönste 90. den ich jemals erlebt habe. Nein, ich möchte Danke sagen. Vor allen Dingen, dass man 98 Jahre alt sein konnte, noch in einigermaßen guten Zustand von der Gesundheit her. Und ja, über das kann man streiten.
ob man unbedingt die eigene Vita bekannt geben muss. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass man bei vielen, so auch bei dir, Andrea, öffentlich Danke sagen muss, weil wir so gut zusammengearbeitet haben. Das ist eigentlich. Ja. Und weil ich auch manche wieder gesehen habe, die schon zu Pensionen sind. Das war schon schön. Ich freue mich. Ich werde heute Abend sicher gut schlafen. Und morgen werde ich versuchen, die Geschenke zu sortieren und zu nehmen. Ich bin zufrieden. Ja? Okay. Macht's was Gutes draus. Hört auf Kirchen TV. Auf Kirchen TV.